So, da geht's weiter bei Assassin's Creed Brotherhood, immer noch dem Glyphenrätsel, und wir müssen jetzt mal wieder hier die Quarantäne lösen. Hier haben wir schon mal eins. Und es wird auch nicht bei einem bleiben. Okay, hier haben wir 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, das war's, weil den hatten wir schon. Ich versuch's mal. So, Nummer 1, 2, 3, 4. Fünf. Quarantäne aufgehoben. Aus. Steht da. Okay. Das heißt, was haben wir bis jetzt für einen Satz? Das Wunder liegt in der Aus. Das Wunder liegt in der Aus. Okay. Vielleicht wurde es auch von einem Rapper geschrieben. Und das heißt, das Wunder liegt in der Haus. Aber das glaube ich eher weniger. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf zum... ja, zur Leonardo-Mission. Und ich werde erstmal den Marker auf meiner Karte entfernen. Und erstmal gucken, wo der... oh, es gibt auch neue Diebesmissionen, sehe ich gerade. Oh Gott, wie viele. Okay, und es gibt anscheinend ein neues Templer-Versteck. Aha. Okay. Gut, aber wir machen trotzdem erstmal hier weiter. Und ich gucke jetzt gerade mal, haben wir hier irgendwo... da oben ist ein Tunnel. Hier ist auch ein Tunnel. Okay. Haben wir denn hier einen Tunnel irgendwo? Ja. Ich reite erstmal zu dem Tunnel hier unten, weil das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher dann. Geht ein bisschen schneller. Als wenn ich dann durch die halbe Stadt reite und mich wieder tausendmal darüber aufrege, dass mein Pferd irgendwo hängen bleibt. Oh Gott, okay. Na gut, ich gehe trotzdem hier runter. Naja. Ich schätze mal, ich muss gleich... ach, warte mal. Ach, ich glaube, das war gerade ein Fehler, dass ich da runtergegangen bin. Denn wir befinden uns ja immer noch an dieser saudämlichen Felsformation. Und ja, es war tatsächlich ein Fehler. Ach, scheiße. Ja, da gibt es bestimmt noch einen anderen Weg hin, aber ich bin früher nämlich immer... was ist früher? Ich bin, als ich hier offscreen renoviert habe und so, bin ich immer hier über die Brücke gesprungen mit meinem Pferd, weil ich keinen anderen Weg dahin gefunden habe. Und das hätte ich jetzt auch machen sollen. Deswegen laufe ich jetzt wieder nach oben, rufe dann mein Pferd und spring darüber. Alleine schafft man den Sprung nämlich nicht. Das habe ich nämlich auch schon schmerzlich feststellen müssen. So, Pferd, komm her. Wieder aus der hintersten Gasse irgendwo. Ihr habt doch ein gutes Herz. So, haut ab. So, wo ist jetzt die Brücke gewesen? Ach da, okay. Gut. So, und... ich hasse dich, Pferd. Ich hasse dich. Andiamo! Ah, wieso klappt das jetzt mal wieder nicht? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Ey, wieso klappt das jetzt nicht? Ich hab's letztens doch gemacht. Wieso klappt das jetzt wieder nicht? Das ist wieder so typisch. Bei einem LP klappt's plötzlich wieder nicht. Ich hab's letztens noch gemacht und bin mit meinem Pferd da einfach rübergesprungen. Oh, und jetzt bleibt sie da irgendwo hängen und nimmt mir den ganzen Schwung. Es klappt einfach nicht. Seht ihr, das geht nämlich nicht. Ach, verdammte Hacke. Ich laufe jetzt einfach so dahin. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf, auf den Scheiß. Mit diesem scheiß Felsengebiet hier, das ist so unglaublich nervig und ätzend. Und mein Pferd steht immer noch da oben, weswegen es auch jetzt nichts bringt, es zu rufen. Weswegen ich mir einfach dein Pferd nehme. Also komm her, geh weg. Du kannst tun, was dir gefällt, Tronzo. So. Dass das immer alles so umständlich ist. Weißt du, die Tunnel sollen schnelle Reisen durch die Stadt ermöglichen. Aber bis du erstmal dahin kommst, da hättest du auch laufen können. Das ist manchmal eine Logik in dem Spiel, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Naja. Reiten wir erstmal zur Da Vinci-Mission. Ich hoffe, die gehen nicht allzu lange, damit ich die noch in den Teil packen kann, weil ich jetzt ja so viel Zeit damit vertrödelt habe, da irgendwie zu versuchen, zu diesem bekackten Tunnel zu kommen. Dass der nicht ging und mein Pferd hat wieder gerade irgendwelche komischen... ja, was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich drehe langsam am Rad. Für alle Schäfchen Gottes. Oh, so ein großer.
So, ich werde jetzt aber erstmal kurz nochmal den Marker hier entfernen und den mal auf die Leonardo-Mission tun, damit ich sehen kann, wie weit es noch ist. Und soweit ist es zum Glück gar nicht mehr. Doch, dahin. So. Okay. Ja, 360 Fuß noch. Das könnte hinkommen. Wenn die Mission nicht allzu lang ist, dann dürfte das noch in den Teil passen. Ich weiß es ja nicht. Wenn es so eine Art Kopernikus-Missionen sind, dann sind die recht kurz. Die Kopernikus-Missionen waren ja auch zum Runterladen, sogar umsonst. Und ja, die waren ja auch recht kurz. Okay, wir sind fast da. Ich frage mich, worum es in den Missionen von Da Vincis Verschwinden geht. Ich weiß es nicht. Okay. Wo muss ich denn da hin? Hindurch? Steig einfach mal ab, dann kann ich mich nämlich besser umgucken. Ah, da unten. Alles klar. Juhu! Oh mein Gott, das sieht aus, als wäre ich gerade desynchronisiert worden. Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was war das? Okay, wir haben eine E-Mail bekommen von jemandem im Hephaistos-E-Mail-Netzwerk. Aber Hephaistos ist doch schon tot. Egal. Desmond Miles, verborgener Absender, 1506. Hallo Desmond, in deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hast du vielleicht von den höherrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn der falls Ezio Auditores Erinnerungen aus 1506 freigeschaltet werden. Punkt. So. Wir hoffen, basierend auf unseren historischen Recherchen, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich, deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Ich will so wenig Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Viel Glück, Desmond. Aha, interessant. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpe Addormentata. Ha, wie lustig. Die Mona Lisa. Ja, sehr schön. Okay, die Würfel sind gefallen. Leonardos Assistenten Salai in der Diebesgilde finden und zu Leonardos Werkstatt bringen, okay? Okay, zur Diebesgilde gehen. Wow. Wie praktisch, dass wir direkt davor stehen. Unglaublich.
Okay, Salai eine Diebesgilde finden. Okay, da sitzt er doch. Di nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Ah, klasse. So ein hochnäsiger Teenie, ey. Den dürfen wir jetzt hier noch beschützen, oder was? So. Dann kommt her. Ihr macht keinen Unterschied zu den... ja, zu den billigen Borgia-Wachen. Ihr seid genauso schlecht. Okay, ich habe gerade die Luft erstochen. Auch schön. Oh, Salai kann anscheinend auch kämpfen. Unglaublich. Tot. So. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut. Ich laufe vor. Ihr hinterher.